So, jetzt übertragen wir gerade zu Twitch mit einem Zuschauer. Ja, natürlich total bescheuert da drüben mit dem Text jetzt so mittendrin. Ne? Da muss man noch mal in die Einstellungen reingehen. Einstellungen, Layout, einstellen. Schieben wir das mal ein Stück nach unten. So. Papi, wo bin ich? Wir sind gerade live, wo du bist. Warte mal, ich sehe dich nicht. Wo bist du denn? Hier im Bücherregal. Hast du dich hier eingegraben? Nein. Dann bist du. Hä, wie hast denn das gemacht? Hast du dich in der Wand versteckt? Ach so, hier. Hä, bam, bam, bam. Hauen können wir uns nicht. Guck mal, das ist auch witzig. Ich hatte mal ein Ed und da konnte man die Pfeile auch wieder einsammeln. Ja? Bist voll in Diamant ausgerüstet? Hopp. So. Jetzt gucken wir erstmal, hier wurde also alles kaputt gekrieft eben gerade. Jetzt gucken wir mal eben, was wir hier tun können. Wir haben keine Eier, keine Eimer. Ich habe auch Papa. keine Eier. Ja? Papa, ich bin. Guck mal, ich habe alle Hosen. Du hast alle Das Hosen. heißt, ich bin voll ausgerüstet. Du bist voll Um nicht ausgerüstet. mehr zu schaffen. Guck Und mal. dir fehlen noch so viele. Ich bin in Eisen ausgerüstet und du in verzauberten Diamant sogar. Das ist natürlich, die haben hier alle was rumgeglitscht und gecheatet. Guck mal, jetzt gehen wir mal hier lang. Das ist also unser eigener Realm. Ja, und der war nicht gekriegt. Der will jetzt nicht. So, jetzt gehen wir hier hinten am Haus vorbei. Warum ist denn hier eigentlich noch. Ach so, hier ist der Baum vorhin abgebrannt. War das der hier? Ja. Naja, nun ist er weg. Der Wasimo-Player hat mit Feuer gespielt hier, wie eine Sau. Ich geh mal pullern. Ja, hier geht's in den Keller. Wo geht's denn hier? Was ist das? Alle wohnen hier irgendwo im Keller. Wo ist denn jetzt mein Keller? Das ist so krass. Hier baut einer ein gigantisches Haus. Einfach hier so hin. Weißt du denn, wie wir hier zu uns nach Hause kommen? Ja. Wer war aus dem Weg nach oben? Ah ja. Du musst schon wiederkommen, irgendwann. Oh, ein Schaf. Hier hatte ich angefangen. Eigentlich wollte ich hier, das sollte eigentlich das Wasser hier sein und ringsherum wollte ich. Naja, damit man nicht ins Wasser, in die Beete reinspringen kann, wollte ich Beete da hinlegen. Wir sind hier halt auf einer. Das ist eine riesige. Also, es sind massenhaft Inseln. Aber was heißt massenhaft? Wir haben bisher, glaube ich, drei oder vier erst entdeckt. Es ist alles riesengroßer Ozean. Hierher kommt man, indem man vom Spawnpunkt aus über eine große, riesige Steinbrücke führt. Also folgt. Hier war vorhin auch, glaube ich, alles kaputt. Das haben sie jetzt wieder repariert mittlerweile. Hier geht's rein. Hier drin liegen. Aha, Samen und Karotten. Hier kann man. Ich habe Diamanten, stelle ich gerade fest. Ja, da hatte ich also angefangen, das Beet anzulegen, so dass es jetzt irgendwann mal so gigantisch wird hier, hätte ich nicht erwartet. Dann nehmen wir da ein paar Kartoffeln mit. Da bist du wieder. Ich habe einen Haufen Kartoffeln gefunden, gerade in unseren Beeten hier. Willst du Ja. Kartoffeln haben zum Essen? Quatsch, ich habe noch so Nuki-Knapper. Du hast noch genug zu knabbern? Komm Ach hier. so, wo du das gerade sagst. Ich hatte ja vorhin den Realm auf friedlich gestellt, deshalb, weil die Verrückten hier, die haben sich nämlich alle im Nether verschanzt und kamen nicht mehr zurück. Jetzt machen wir natürlich mal das Folgende. Wir machen jetzt mal den wieder auf normale Schwierigkeit. Das Telefon ist aber auch doof, Papa. Hier, nämlich muss ich über das hier drüber tippen. Ja, ist Sonst auch kommt doof. nämlich die Taste. Das ist wohl wahr. Guck mal hier, ich komme raus aus dem Beet wieder. Was ist denn hier? Haufen. Ey, das ist ein komisches Beet. Naja, hier müssen wir später mal ein bisschen Ordnung machen. Auf jeden Fall werden wir Brote brauchen in großen Mengen. Karotten natürlich auch. Ich hatte hier eine Kartoffel reingesetzt, weil ich sie von dem Skelett gekriegt hatte. Ne, von einem Zombie. Und wir bekommen man von den Zombies. Und seitdem ist das Beet immer größer geworden. Die Karotten, das sind auch Massen an Karotten hier, ne? Hier sind alles Kartoffeln, hier sind alles Karotten.
Ich mache jetzt hier nochmal die Samen hin für die Brote. Eigentlich sollte es genauso hier auch sein, dass da hinten, dass, aber hier hüpfen, Leute hüpfen auf meinen Beeten rum, das ist furchtbar. Wer ist denn da unten im Boden eingegraben? Der Zocker Let's Play. Ja. Kann es nicht lesen. Okay, also Wasimo. Ich kann lesen, ich habe super Augen. Zocker Let's Play ist das, ja. Okay, deine super Augen, die helfen uns. Ja, die helfen dir sehr gut. Ich kann alles sehen. Ja. Und ich kann sogar Namen von ganz weit umlesen. Gut. So, jetzt gehen wir nochmal hier raus. Jetzt gehen wir nochmal hier hinter. Der hat ja nur Kraft, der Bogen. Pfeile müssen wir also noch kraften. Wir müssen jetzt rausgekommen. Och Mann, was ist denn hier los? Die haben den echt. Was haben die? Na, wir hatten doch hier einen Eingang runtergebaut. Zocker Let's Play 2, soll ich helfen? Wir hatten doch hier einen Weg runtergebaut. Bin ich falsch? Wo ist denn unser Tunnel? War das das hier? Ja, das ist doch mein Tunnel. Wieso machen die alles kaputt? Warte, pass auf. Warum macht ihr mein Haus kaputt? Fragezeichen. Quichibu, warum macht ihr mein Haus kaputt? Jetzt habe ich mein Schwert verloren. Sag ich es wieder. Hier. Zocker Let's Play 2, welchen Haus? Das hier war mein Haus. Eingang. So. Quichibu, da hier war mein Hauseingang. Quichi Junior Hutsch H H H J J H H J H N J H J N B B N N B B B N L J. Solche Vollidioten, das geht mir gleich wieder auf den Sack. Die fliegen alle vom Server gleich. Die schmeißen wir alle raus. Die schmeißen wir alle vom Server. Ja, die Deppen, schmeißen wir alle vom Server, aber allein zu spielen, das macht ja auch keinen Spaß. Was hat man nämlich gemacht? Wir hatten nämlich, wir sind nämlich hier. Der gebaut und der ist total zerstört. Genau, hier ist es nämlich der richtige Eingang. Hier mitten im Garten. So, und das muss ich hier einen neuen Baum hinsetzen. Hab ein bisschen Sand. Warte mal, wie war denn das? Wir sind doch um den Baum herumgelaufen. Also war hier, war unser Baum gewachsen. Und dann konnte man nämlich um den Baum herumlaufen und dann kam man hier rein. Anderen Weg zu mit Medusa Enzym 5551, hallo. Ich habe den Weg mal zugebaut mit Sand. Warte mal, der Weg hier ist, der ist falsch. So. Ich habe ihn zugebaut mit Sand. Was hast du mit Sand zugebaut? Den anderen Eingang. Den anderen Eingang, den hier drüben? Ja. Sehr gut. So ein. Und hier ist noch so ein Loch, das gehört da auch nicht hin. Sowas, ja. Ey. Die Kunden. Das darf wohl nicht wahr sein. Hier, das ist nämlich das. Ich hatte hier Beete angelegt und die haben mir das alles mit Blättern eingebaut hier. Und dann haben sie angefangen, alles kaputt zu machen. So, ja, jetzt müssen wir noch. Jetzt will ich noch. Medusa Enzym 5551, habt ihr mein Geschenk erhalten? Na, wenn das Geschenk war, dass er bei mir hier alles umgebaut hat, dann haben wir es erhalten. Aber nicht wirklich dankend. Ach, guck mal, Anakai ist online gekommen. Hallo Anakai. Die schaut gerade zu. Wo ist denn die denn? Hä? Wo ist die denn? Die hat nur hier unten geschrieben, schau da. Hoi hat sie geschrieben. Hoi. Da. In grün. Ja, die schaut gerade zu. Und das hier machen wir weg, den Mist hier. Bloß fort mit dem Mist. Also, ist die also auch in Livestream? Die ist, ja, die guckt sich's an. Habe ich jetzt nicht gedacht, dass hier jemand reinguckt. Sag ihr also zu uns was? Ey, was soll das? Haben ist ja, die hier mitten hier ein steilen Loch hingebaut? Das ist doch mein Loch hier, das ist ja unser Eingang. Ich muss noch mehr. Tür zumachen. Ja, das ist das letzte Schaf auch noch weg, ne? Aber ein bisschen Wolle habe ich noch unten. Ich glaube, wir können sogar tatsächlich noch mal ein Schäfchen. Das ist ja auch alles hier ein Mist, ey. So. Hey, Huhn. Ich glaube, die Anakai ist schon wieder weggegangen. Ich glaube, die war nur mal ganz kurz da. Die hat nur mal unsere Karte angeschaut.
Wir müssen strikt und streng sein, ja? Können wir heute mal bei Terraria einen auf meinen Server gehen? Einen von meinen? Bei Terraria nachher noch? Hm. Na, mal gucken mal. Hey, da steht doch jemand. Wo was? Wo steht noch jemand? Bin wieder da. Mein Internet ist gerade abgekackt, hat sie geschrieben. Ah, also wir haben eine, jetzt haben wir sogar zwei Zuschauerinnen. Kann ich Zwei gucken, Zuschauer. wer hier noch wieder reingekommen ist? Medusa, ja. Was machst du denn bei Medusa. Medusa? Was machst du denn da gerade? Also du läufst jetzt hinterher oder wie? Was machst du da? Was ist dein Ziel? Gar nicht. Gar nichts. Einfach mal hinterherlaufen. Nee. Das Loch haben wir Das ist zu. Quatsch. Ja, hast du Sand reingemacht? Und ich habe zwei Betten. Du hast zwei Betten? Das ist gut. Die kannst du bei uns in die Höhle unten hineinstellen. Das heißt, jetzt haben wir erstmal das repariert, was die Deppen hier kaputt gemacht haben. Und jetzt hoffe ich, dass der Baum da bald wächst. Welcher Baum? Da, den ich hier hingepflanzt habe. Und dann geht es nämlich hier hinein. Da ist es zu. Hier ist dann der Baum. Ich hoffe, das geht wieder auf ungefähr. Aber hier, das ist doch so. Oder war der Baum hier gestanden gehabt? Ich weiß es gar nicht mehr genau. Ich habe mir so eine Mühe gegeben und die machen es einfach kaputt. Kunden. Bist du unten im Keller oder wo bist du? Was ist denn hier schon wieder los? Was ist das denn hier? Die graben hier einfach in meinem Berg rum. Die sollen sich alle verpissen hier. Das gibt's alles nicht. Die sind ja auch doof. Ja, sie sind alle hier, die spielen hier und machen alles gleich kaputt. Bist du hier unten bei uns im Haus? Nee, ich komme jetzt. Hier unten geht es auch noch weiter. Da unten war doch auch noch eine Höhle oder was da. Das müssen wir mal genauer angucken. Hier hat uns sogar jemand einen Zaubertisch reingestellt. Ich habe gar keine Ahnung vom Verzaubern. Ey, guck mal hier, wir könnten rein theoretisch Schwert verzaubern. Naja. Aber es ist ja schon verzaubert. Wenn man jetzt mal wüsste, wie das gehen würde. Ah, hier. Euer Wasimo-Player hat hier Sachen hinterlassen. Der hier alles kaputt gemacht hat, der hat hier Sachen hinterlassen. Guck dir das mal an. Ah, der natürlich Diamanten hat er erglitscht. Verzauberte Rüstung, Spitzhacke. Ja, jetzt ist er vom Server, jetzt ist er raus aus der Geschichte. Und Medusa.